Ta-da-da-da! Wumm! Das ist es. Das ist es, Greeks. Das ist es. Das ist eine umgebaute Sandraupe. Die Firma Rasenspecht verkauft auch den Level Rake oder den Rasenrake unter dem Begriff Sandraupe. Das ist also die Original. Die Original. Rasenspecht Sandraupe und die habe ich jetzt erweitern lassen sozusagen durch diese zwei Blechteile und hier habe ich jetzt hier schon so ein Ausgleichsgewicht dran und dieses Teil hänge ich als Rakeleinheit dreimal unter meinen Greens Master und ich bin so gespannt, wie das funktioniert und ich hoffe, euch macht das Video Spaß. Yeah! Okay. Gehen wir mal ganz kurz ein bisschen ins Detail. Der Spindelmotor vom Greens Master, der wird auf der einen Seite montiert. Der dreht dann hier frei. Da weiß ich noch nicht, was ich damit, da kann man auch irgendwas erweitern. Der wiegt nämlich inklusive der Verschlauchung 2,5 Kilo. Und deswegen habe ich auf der anderen Seite hier so drei Scheiben herstellen lassen. Die wiegen auch in Summe mit Schrauben zusammen 2,5 Kilo. Und jetzt fällt mir gerade ein, mir fehlen die Schrauben. Oh. Ich muss noch mal einen Baumarkt Schrauben kaufen. Ah, richtig. Ich brauche noch 10er Schrauben. Meine Frau ist gerade unterwegs. Wahrscheinlich nicht im Baumarkt. Mist. Ich muss es mal anrufen. So was Doofes. Wahrscheinlich ist gerade ein Geschäft drin. Hallo Schnucki, wo bist du gerade? Amerika, jetzt hast du dich auf die Tour genommen. Was? Du telefonierst jetzt mit deiner Uhr, ja? Nicht schlecht. Aber du bist jetzt in Leiferde, ne? Ja, in Leiferde, Medica, genau. Fährst du noch mal woanders hin? Nee. Okay. Ja, weil ich brauche nämlich noch Schrauben. Ich muss noch mal los. Sonst kann ich meinen Rasenrakel nicht anbauen. Ja, cool. Ja, ich will eigentlich, wenn das Wetter nachher schlecht wird, nochmal diesen Eierbecher tauschen. Okay. Kriegen wir hin. Kriegen wir hin. Alles klar, bis gleich. Tschüss. Okay, also sie ist nur im Nachbardorf einkaufen. Ist sie gleich wieder da, dann kann ich gleich losfahren. Dann kann ich ja schon mal alles vorbereiten. Ich kann ja schon mal die Spindeln abbauen. Eben war noch das Wetter super, jetzt wird es schon wieder schlechter. Ich wollte die Wurmhaufen entfernen. Ich will unbedingt mähen. Heute ist Gründonnerstag. Morgen kann ich nicht mähen. Samstag kann ich natürlich mähen. Ja, ich kann es auch am Samstag machen. Und jetzt fängt das hier an, schon wieder schlecht zu werden. Es hat doch Nacht geschüttet. Also ich weiß nicht, in den letzten Tagen 20 Liter wieder pro Quadratmeter. Wahnsinn. Also... Aber macht nichts. Ich habe ja gedüngt und eine Woche ist der Dünger schon drauf. Man sieht schon ganz bisschen was. Nächste Woche wird hier absolut Rambazamba rufen, wird der Punk hier abgehen. Wenn das gleich regnet, kann ich gleich wieder reinfahren. Boah, das ist hier durchgelaufen. Wahnsinn. Aber was richtig cool ist, ich habe es ja nur so einen kleinen Short gezeigt, ich habe ihn endlich dicht. Der Greens Master ist endlich dicht. Ja, 3 Wellendichtringe habe ich verbraucht. Aber jetzt ist er dicht. Hoffe ich. Ich fasse mal an. Ich fühle noch mal rund. Nee, ich sehe schon, das sieht gut aus. Aua, boing. Nee, das ist... Nichts mehr zu sehen. Cool. Hoffentlich springt er an. Batterie schon wieder. Na. Eng. Man kann ja eigentlich gleich mal so eine Runde nehmen.
hier setze ich jetzt diese Einheit dran. So dran. So. Ich setze jetzt hier eine Pappe drunter, um die Spindeleinheit einfach zur Seite rausziehen zu können. So. Der ist locker. Ist ganz einfach. Man macht hier diese beiden Zugstangen ab. Man schraubt hier ratzifatzi den Spindelmotor ab. Ich weiß, ein schöner Rücken kann entzücken. So, Spindelmotor ab. Zack. Da muss man den anheben, die Spindel nach vorne schieben und dann kann man sie hier seitlich rausziehen. So, jetzt kommt hier der Rakel rein. Jetzt kommt hier zwei Schrauben rein mit einer Unterlegscheibe, um das den Motor zu befestigen. Jetzt brauche ich natürlich einen 17er, Junge. Na gut, okay. Jetzt kommen hier die Halter dran. Die Zugstangen, das ist nämlich das coole Prinzip von Toro. Mit den Zugstangen. Sehr schön, so. Und das ist jetzt hier. Sollte jetzt ungefähr gleich schwer sein. Das sieht doch gut aus. So, jetzt brauchen wir eine Kette. So, jetzt sehe ich noch schnell hier die Kette ab. Auf die richtige Länge. So. Du darfst mein Auto jetzt haben. Das ist gut. Das ist ganz lieb. Fertig. Da muss ich jetzt wegen zwei Schrauben nochmal zum Baumarkt. Ja gut, aber den können wir nochmal anschrauben. So, Motor lösen. Na komm. Motor lösen. Stangen lösen. So. Anheben. Nach vorne schieben. So. Jetzt seitlich rausziehen. Ah. Rakel rein. Das ist dann die normale Tätigkeit, ne? So, Motor rein. Ach, die Schrauben fehlen noch. Irgendwas fehlt immer. So, Zugstange ran. Sehr gut. Ach, die Schrauben fehlen noch. Was habe ich da gemacht? Auch mit einer U-Scheibe, ja. Rakel Machine. The Miracle Machine. Noch ein bisschen zurück. So, wunderbar. Fertig. Es kommt hinten noch die Spindel raus. Und dann geht's los. Ah. So. Fertig. Haha. Jetzt habe ich noch zwei Schutzplatten mir machen lassen, weil mir hier von der durch die Spindel hier dieses Rohr immer abschleift. So, runter damit.
Ja, sehr gut. Super. Jetzt muss ich da unten noch mal ran. Oh. Okay. Er zieht ein bisschen schräg. Ja. Warum macht er das? Wir brauchen jetzt noch einen kleinen Trick, und zwar vorne die Bügel, die schwenken so zur Seite weg. Das werde ich jetzt mit dem Kabelbinder verhindern. Oder mit so einem Klettverschluss, das ist auch eine gute Idee. Ich habe jetzt hier den Bügel blockiert, damit das nicht mehr so hin und her schwenkt. Das kann er noch, aber raus kann er nicht mehr. Ja, das ist doch besser. Checken wir mal. Ja, wunderbar. Fantastisch. Grandios, grandios, das war's, Freaks, yeah!